Moin Moin Kratujana und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Ruggiero de Lauria steht bei mir im Hafen nach wie vor. 36.000 Stahl kostet uns erstmal und wir haben schon eine Review dazu gemacht. Habt ihr hoffentlich gesehen? Jetzt auf diesen Review basierend nutzen wir das Wissen, was wir angeeignet haben, um ein Special zu machen. Knappe Stunde spielen wir sie jetzt noch. Ich versuche euch noch ein paar Eindrücke zu sammeln für das Schiff und mal gucken, was wir hier so erleben. Jean-Bart ist da drüben. Wir sind bloß drei Schlachtschiffe hier. Sehr ärgerlich. Jean-Bart, versuche ich mal zu helfen. Leider eine Ekelrunde erwischt mit 4 DDs, ein U-Boot und Flugzeugträger. Eine ekelhafte Kombination. Nashimov macht mich schon auf. Das ist ein Problem. Venomite, pass auf. Oder rotz die Flieger weg, Venomite. Du hast eine gute Flak. Do it. Do it. Unsere Flak ist leider nicht gut. Ausweichen, ausweichen. Warum immer ich? Warum immer ich? Und abgefackelt. Doppelbrand. Nein, nur 5000. Au. Tat trotzdem weh. Reichweitenproblem haben wir. 19,3 Kilometer ist nicht besonders toll. Wir haben aber einen Reichweitenflieger dabei. Damit lässt sich ganz gut arbeiten. Aber wir wollen auch gar nicht so weit weg. Sigma-Wert 1,8. Streuung liegt bei 195 Meter. Irgendwie so in dem Dreh. Oh, Dalian. Irgendwo da. Wenn er geradeaus weiterfährt, müsste er da voll reinfahren. Aufschaltung war noch an. Eine Sekundenregel. Die Schiffe zugehen, habt ihr noch ungefähr eine halbe bis dreiviertel Sekunde Zeit. Da bleibt die Aufschaltung noch gegeben. Und Nashimov kommt schon wieder angeschissen. Ich hasse mein Leben. Ich glaube, der mag mich, die Nashimov. Ich glaube, der... Oh, guck mal, ich werde gerettet von Hakuyu. Nicht, dass die Fighter einem irgendwie mal helfen würden, aber... Oi, ich werde gerettet. Flak, 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 flak. Flak, 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 flak. Our ship is aflame. Ich hab so das Gefühl, da will mir einer die Runde versauen. Nö. Also nicht Stream-Snapper, sondern allgemein CV-Problem. Allgemeines CV-Problem. So. Wenn du mal jetzt schön vorsichtig da in der Mitte. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir ihn mal übertreffen. Müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwas erwischen können. Dalian dreht da schon wieder weg. Bourgogne fährt da hinten. Bourgogne komme ich leider nicht rum. Jetzt sag mir nicht, die hauen schon alle ab, wenn ich jetzt hier ankomme. Komm ich hier angeschissen, weißt du, und kann auf nichts mehr schießen, oder was? Hallöchen, Salem, Salem. Ne, ich komme da echt nicht rüber. Oh, Mann. They say Salem, lenkt nochmal ein. Und der greift mich echt schon wieder an. Das gibt's doch gar nicht, Nashimov, Alter. Fliegt jetzt das zweite Mal in dieses Feld hier rein. Scheiß einfach drauf, dass wir überhaupt Anti-Air-Flieger sind. Mein Gott. Der mit mir. Cool. Da kann man ja toll ausweichen. Hi, Friese. Oh, das ist Salem wieder. Und Salem muss weg. Die Salem muss weg. SAP regelt. Boom! 10.600 und 2,7 hinterher. Und ich bin schon gleich tot. Cool. Danke, CV. Immer wieder toll. Ach, U-Boot kommt jetzt hier auch noch. Ach, wie schön. Da haben wir übrigens 11 Kilometer. Sehr angenehm damit zu spielen. Lol, der ist ja genau vor uns hier schon. Das ist übrigens genau vor uns. Das steht genau neben uns. Ach, wie schön, ach, wie schön. Oh, 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 oh. Und alles daneben. Woo. Habt ihr wunderschön gesehen, wie toll die Streuung doch sein kann bei dem Schiff hier. U-Boot ist genau hier, Alter. Irre. The scales tip in our favor. In so einer Entfernung, wenn die mit einem Ping arbeiten, du müsstest zu 100% genau sehen, wo er steht. Das dürfte nicht verborgen werden. Warum auch überhaupt? Warum wird diese Information jetzt noch verborgen? Er steht hier genau neben uns. Die U-2501. Der ist genau hier irgendwo. Wahrscheinlich sogar noch dichter gerade bei mir dran. Ich sehe es bloß nicht. Bourgogne bleibt stehen. Bourgogne ist leider stehen geblieben. Buch hier. Genau da. Irgendwo hier. Guck mal hier. Hier ist er irgendwo. Hier ist er irgendwo. Mal gucken, ob ich jetzt treffe. Skür, ausweichen. Gut. Teamwork. Die Runde zeigt ja schon wieder alles, was gerade falsch läuft in World of Warships. Meine Fresse. Und. Ach, verflixt nochmal. Mist. Man soll ja nicht dahin hauen, wo der Ping ist. Man soll ja immer dahinter hinhauen, ne? Weil der Ping wird ja immer ungefähr einen Kilometer vor dem Schiff da gesetzt. Cool.
Gehört auch keine Hydro. Wir werden von der Mitte schon getorbt. Aber irgendwie killen wir alles. Passt schon. Irgendwo hier ist das U-Boot. Irgendwo hier. Oder davor, je nachdem, wo er hinfährt. Ja, das weiß ja nicht. Das kannst du ja nicht erahnen. Das siehst du nicht an die Torpedos, das siehst du nicht am Ping. Das ist halt einfach bloß rumraten. Wahnsinn. Es steht hier direkt unter uns, kann uns zu 100% angreifen, hat überhaupt keine Nachteile dadurch. Und wir können nichts dagegen machen. So, U-Boot. Oh. Stop, please. Stop, Radar. Ah, da ist er. Okay, ist auf dem. Ach, jetzt wollte er Schrotflinten, wa? Ja, jetzt schrotflintet er ihn weg hier. Ach, wie toll. Ach, wie toll. Überleb, Skill, überleb. Und ist tot. Schön. Überlebt er? Oh, ein Glück. Gut gemacht, Skill. Gut gemacht. Meine Fresse. Deli, Deli, Delien. Ich würde jetzt langsam auch gerne mal ein bisschen ballern. Das ist ja Wahnsinn. Da ist ja, sehen wir viel hier vom Schiff momentan. So, Delien, jetzt aber. Er lenkt nicht weg, er fährt geradeaus weiter. SAP zieht er. Komm, ich will den SAP zieht er an. Nichts. 2 Treffer bloß. Das wäre ein schöner AP-Moment gewesen. Das wäre ein schöner AP-Moment gewesen. Weiß, was noch bald kommt. Zerstöre mit Helikopter. Würde zu dem Weg passen. Ja, Langstreckenraketen. Zerstöre mit Helikoptern. Flugzeuge allgemein hier, die du denn steuerst. Nur. Nichts anderes. Alter, ich hype hier das SAP so und hier ist passiert bloß Scheiße. Moment. Moment. Meine SAP-Vibes sind noch nicht da. Moment. Gleich. Gleich. Hat das U-Boot sich anders vorgestellt. Joa, der wollte alle one-shotten. Er hat sich halt auf Dings hier auf Skür so versteift. Hat er mich als Ziel genommen, mich hätte er viel einfacher getroffen. Das war halt das Komische. Das war halt das Komische. Der lernt down. Leute, macht noch schnell was. Die Runde ist gleich vorbei. Booms! 12.000, das war nett. Hör mal, lenkt mein Schiff auch mal ein? Lenkt euch die ganze Zeit schon. Ich schwöre deine Vibes. Sehr süß, ja, schon klappt's. 12.000 mit einer Salve, war doch nett. War doch nett, war doch nett. Und bedenke, es ist Eis-SAP. Wir müssen bloß die weichen Teile treffen, schon tut's richtig weh. Das heißt, ihr seid einfach gegen alles irgendwie stark. Aber bedenkt, der Malus bei den Zerstörern ist leider trotzdem da. Wie wir das bei der Colombo zum Beispiel auch kennen. Bumm, 8.000 mit 3 Treffern. Wie wir das bei der Colombo zum Beispiel auch kennen. Verstöre, da macht ihr halt bloß ein Minimum an Damage. Leider nicht das, was SAP eigentlich machen sollte. Bums, 5.000 nochmal daher. Ja, und so haben wir jetzt 23 Treffer, 50.000 und so geht es weiter. Das war jetzt sogar noch eine schlechte Quote. Im Review, wer das Review gesehen hat, weiß ganz genau, das geht noch ganz anders. Da hatte ich teilweise 20, 30 Treffer und schon fast 100.000 Damage zusammen. Das kann schon richtig übel sein. 2,7, nicht so weit vorhalten. Der Zoni ist auch down. Oh Gott, wir haben auch einen verloren. Alter, was eine Abschlachtrunde. Jetzt müssen wir die weichen Stellen treffen. Labber mal, Krado, labber mal. Voll scheiße, Schiff. Sag ich dir, voll scheiße. So, schön auf die Aufbauten. Und noch der CC-Bonus. Und der wirkt da natürlich auch maximal mit rein. 9200, 3 Treffer. Das war bloß die Hälfte. Das waren bloß 2 Türme gerade. Und nochmal hinterher. 6.000 nochmal daher. 15.000 Damage einfach mit der SAP-Salve hätten wir komplett geballert. Das ist schon geil. Breitseite darf sich zeigen. Zieht das frisst das Ding hier wie Sau. Das muss man leider so sagen. Boing. Genau, das meinte ich gerade. Breitseite soll es nicht zeigen. Oh Gott, ich habe nicht mehr gesehen, dass du mich gezielt hast, Alter. Oh oh. 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 Au. Und? 2,7. Und? Weg ist er. Boom. Nashimov greift mich immer noch an. Habe ich dir irgendwas getan, sag mal? Habe ich dir irgendwas getan? Lauf, Nashimov, lauf! Nix mal zurücklenken, bevor er jetzt hier hinballert. Das sollte nicht bloß so ein bisschen angetäuscht sein. Ich wollte mir die hintere Tür nicht ballern. Oh, hat nicht auf mich geschossen. Nice. Hat er gesehen. Hat er gesehen, hat er gesehen. Lohnt sich bei mir denn nicht. So, warte mal. Aufbauten ungefähr da so. Feuer! Na, bisschen weit hinten.
Ach, 5-4 bloß. Bei Treffer auch bloß. Also ihr merkt schon, Streuung ist gut da. Aber trotzdem, 43 Treffer, 88.000, nette Quote. Nette Quote. Da kann man nicht meckern. Our ship is aflame. Boing. Selbstredend durfte der nochmal schießen. Selbstredend. Hallöchen, Nashimov. Ach, guck mal, stehen geblieben. Warum sag ich, der haut feige ab und bleibt da stehen? Ist doch nett. Naja, naja. Batsch, 9-2. Und irgendwas noch. Yeah. Was eine langweilige Runde. Haben wir die abgeschlachtet. 105.000. Bei 49 Treffern grad mal. Ist doch nett. Ist doch nett. 1500 Grund-EP. Gut, scheiß auf die Grund-EP. Aber schadenstechnisch ist das schon geil, was bei rumkommt. Das ist schon geil. So. Wir bedenken 26,4 Nachladezeit. Damit lässt sich schon arbeiten. Aber ihr dürft halt nicht komplett weit hinten bleiben. Man muss ein bisschen dichter ran. Wer die ganze Zeit bloß mit Reichweitenflieger versucht zu agieren oder besser noch das Reichweitenmodul mitnehmen, wird keinen Spaß haben mit dem Ding. Das kann ich euch jetzt leider schon sagen. Weil auf 22, 23 Kilometern her braucht ihr nicht anfangen zu snipen. Da geht viel zu viel daneben. Welches andere neue Schiffe zockst du denn heute noch? Die Lichut, das neue Werftschiff. Das zocken wir heute auch noch. Geht besser, erinnere mich an die Salve auf die Musashi mit 24k. Ja, natürlich geht das besser. Ich habe aber auch Salven gefressen im Review. Höchste war, glaube ich, 46.000, was ich da abgekriegt habe. Also wenn du hier einmal pennst und zu doll Breitseite zeigst, frisst du richtig. Was war? Sieht so aus, so schön aus hier. Panzergürtel, 457 mm. Geil. Aber hier drüber ist nämlich das Problem. 350 mm, 50 mm. Und der ist zu klein. Der müsste doppelt so dick sein, der Panzergürtel. Da hätten wir aber nicht mehr die Geschwindigkeiten und Co. Das heißt, hier oben, wenn sie dir dahin ballern, rotzen sie dir komplett durch. Und der platzt du halt sofort. Übrigens, kleiner Funfact hier. Deckpanzerung 120 mm. Leider hier bei den Aufbauten, wo eh die Aufbauten getroffen werden. Und hier vorne ist überall 32 und hinten auch. Aber an der Stelle sogar 120. Geil. Lop. So, Gott, ich sehe die Schrift gleich da unten. Jetzt dabei der Hund und Shinobu. Lick. Und weiter geht's. Hoffen wir mal, dass die Runde jetzt ein bisschen spannender wird. Kato, guck dir mal jetzt zieht da an. Die ist richtig Hawk. Die ist Hawk. Die ist richtig Hawk, sagst du? Torpedo Short, Panzergürtel. Kann man mitfahren? Ja, kannst du Transport WFM. Einfach Bescheid sagen. Ich komme jetzt hier ab in die nächste Runde. Blub, wir wollen los. Sandra Bourgogne, Lauria. Mal gucken, Schlachtschiff die. Hauptsache schneller jetzt als die Runde, die wir gerade hatten. Kommen die Italiener und Panasien einen neuen Zweig dazu? Nö. Nö. Die Italiener haben ja erst die DDs bekommen. Panasien ist, soweit ich weiß, nichts geplant. Und mal zusammen, wo ist eigentlich Nerikrado? Lange nicht gehört, geht es ihm nicht so gut. Der ist im Urlaub, der ist bei seiner, der besucht seine Familie. Er meinte, er guckt, ob er Zeit hat, da irgendwie mitzumachen, aber wenn er bei der Familie ist, sollen sie da schön Sachen machen, chillig, die Zeit verbringen. Und der Krom ist immer noch beim Umbauen. War mal ein so starkes Schiff, die Ohio, aber gegen U-Boote bist du einfach total aufgeschmissen. Tolles neues Gameplay. Ja, geht gar nicht. Habe ich gestern erst direkt wieder gemerkt, das ist so lächerlich mit den 6 Kilometer-Dingern. 6 Kilometer, auf 6 Kilometer versuchst du da mit 6 Kilometer Reichweite, versuchst du der U-Boote zu erwischen. Das ist so lächerlich. Aber das Ding, weißt du, hat hier 11 Kilometer. Warum? Warum? Ich drücke hier mit mehr Damage als mit meiner Ohio. Warum hat die 11 Kilometer? Ohio müssen sie ganz schnell den Wert hochsetzen. Auch auf 10, 11 Kilometer. Und ich erhole sich etwas und lässt sich verwöhnen. Ja, hoffe ich auch. Hoffe ich auch. CV dabei, zwei U-Boote, Gato sogar, scheiße, und Doppel-DD. Doppel-Kataluna sogar bei den Gegnern. Uiuiuiui. Oh, Kishima Sandra, Alter, was haben die hier alles? Aber auch irgendwas Tolles, eine Kleber, eine Gdansk, ne, toll. Das ist so Wargaming-Matchmaker, ne, bei der Warships. Shima Halland, Torpen, Gdansk Kleber, Ballern. Wir haben jetzt zwei Baller-DDs, die zwei Top-DDs. Warum ist Gdansk und Halland nicht wenigstens noch getauscht? Warum kann der Matchmaker nicht da wenigstens ein bisschen das Gleichgewicht halten? Paul hat gerade ein Match mit TK3 zusammen. Runde war ein paar Minuten vorbei, die waren so gut. Ja, ich hatte auch gerade ein Team mehr, wo ich drin war und wir waren auch so gut und die Abschlachtrunden sind ein Graus. Die allererste Runde mit der Lauria, die ging 7 Minuten bei mir. 7 Minuten. Hat es nicht ins Review geschafft. Aber sage und schreibe, 7 Minuten war die Runde vorbei. Ich hatte ganze 23.000 Schaden und die Runde war vorbei. Völlig irre. Existiert auch noch ein Screenshot von. 7 Minuten. Willst du ein nagelneues Schiff vorstellen? Weißt du, willst du ein Video zu aufnehmen und dann fährst du 7 Minuten Runde?
Sag ich schon 7 Minuten? Ich glaube noch nicht, ne? 7 Minuten. 7 Minuten übrigens. 7 Minuten. Ja, oder zum Beispiel auf Mino nur so lächerliche 3 Deep Charges ohne Planes. Diese, das mit rüberfahren und Bomben schmeißen können sie komplett rausnehmen. Das passt null ins Gameplay rein. Wir brauchen alle die Flieger. Komplett, auch die DDs. Alle brauchen sie die Flieger. Jetzt ein schöner AP-Moment. Na, mal gucken mit SAP, was wir da drücken können. Hätte ein bisschen höher, ein bisschen, glaube ich. Geht auf jeden Fall voll rein. Ja, er lenkt. Naja, nicht ganz so viel. AP hätte gut geschmettert, wobei er auch da reingelenkt hätte. Das hätte er aber gut reingehauen. Und die Malta kommt hier an. Ich hasse mein Leben. U-Boot komme ich nicht an. Super. Du hast länger geladen, Chef. Alles gut, Hund. Alles gut. Wir sind Shinobu gewohnt mit seinen Ladezeiten. Da kannst du auch mal länger laden. Alles gut. Aber jetzt nicht gleich wegschmeißen, sondern schön erstmal gucken und vorsichtig sein. Wenn man später in die Runde reinkommt, muss man immer gut aufpassen. So, komm jetzt mal AP hier. Den rotzen wir doch mal mit AP zusammen. Und... Ah, ist zu wenig hier mit SAP. Das ist zu wenig. Marseille eindeutig zu stark gepanzert. Ich will AP. Macht die Marseille da? Habe ich meine Marseille noch nie gespielt. Da ist die U-Boot-Krepp. Kommen wir nicht an. Cool. Ich hau's mal in die Richtung. Vielleicht klappt's ja. Marseille, Marseille, Marseille. Irgendwo da. Marseille, Marseille, Marseille. Streuung des Todes. Bams, 8000. Nett. 8000 ist doch gut. Kleber schon fast down. War zu erwarten. Bräuchte mal eine Salve, Shinobu. Du stehst gerade noch besser für die Marseille. Wir können die gerade nicht mehr... Oh Gott, was kommt da denn alles? Wie viele Torps wollen sie haben? Ja, bitte. Gib mir alle, gib mir alle. Torpedos to the left. Nice, ist down. Torpedos on the left. Das U-Boot hat uns gerettet. Ein Glück. Hm. Ja, wer wird hier reinfahren? Ich sehe hier eine Shimakaze. Ich sehe hier ein U-Boot. Torpedos on the left. Wer möchte jetzt hier rein? Wer möchte jetzt hier rein? Weil wir die Kanonenboote spielen können, haben die Torpedo-DDs wenig Chancen. Was? Nur 4 können die nicht spielen. Problem ist einfach, mit Torpedo-DDs hältst du eine ganze Flanke locker auf. Mit Ballerbuden-DDs, klar, die können ein bisschen Schaden fahren und die halten aber keine Flanken auf. Das ist das Problem dabei. Klar, du hast absolut recht. Die Baller-DDs, wenn die dazu kommen, den Torpedo-DD zu beschießen, dann haben die gewonnen. Batsch, 1600. Yay. Aber wann passiert das denn mal in den Zufallsgefechten? In Ring passiert das ständig. In Zufallsgefechten aber viel zu selten. Wo fährt er denn? Da fährt er. Da hat er irgendwo Ping gesetzt. Irgendwo da. Nee, Leute, was da? Nee, das ist unser. Das sind die Überreste von unserem. Jetzt geht der auf. Mann, geht doch früher auf. Hören wir den? Nope. Doch, irgendwie. Ergibt keinen Sinn, dass ich ihn getroffen habe, aber ich habe ihn getroffen. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich war komplett daneben. Wenn du hättest Marseille gedacht, das war eine Korbrunde, gehen wir neulich auch mal so. Go Kleber, go Kleber, go, go Kleber. Schönes Ding. Weg der Krepp. Makase ist da. Das waren gar nicht die Shima-Torps, waren die Halland-Torps? Oder ist die Shima rübergefahren? Ich weiß es nicht. Komisch. Sehr komisch. So, der lenkt gleich wieder zurück. Und der lenkt überhaupt nicht zurück. Warum lenkt er nicht zurück? Lenkt zurück, verdammt. Da kommen die Hallantorps. Schnell vorbei. Und man versucht, Hallantorps auszuplayen. Schnell! Und Ballau ist tot. Dö-düm. Dö-düm, dö-düm. Ist das der neue 10. Italiener für Stahl? Korrekt. Korrekt. Eine spannende Abschlachtrunde hast du schon verpasst. Und diese Runde hoffentlich jetzt ein bisschen spannender. Shikishima muss ich saumäßig aufpassen. Der Potenzial mich komplett zu one-shotten, wenn ich da breitseite stehe. Da sollten wir nichts weiter fressen. So, Bourgogne, wo fährst du lang? Ach Gott, Shima ist jetzt auch hier. Houston, wir haben ein Problem. Und die Türme drehen zu lange. Der hat doch bestimmt schon hergetorpt, wa? Irgendwo da. Ja. So viel dazu, ne? Torp-DDs und Ballerbuden-DDs. Die Ballerbunden-DDs, bis sie überhaupt mal an die DDs rankommen, sind nämlich meist immer so extrem schon runtergeschossen, dass sie gar keine Chance haben, sich noch zu wehren.
Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein richtig tolles Problem. Wenn die Shimmer-Torps jetzt hier gleich reinregnen, ey, das wird richtig wehtun. Shiki-Shimmer kommt auch noch her, Repo fährt da. Beste wäre, glatt hier hinten jetzt rumzufahren. Genau, das machen wir jetzt auch. Ich hau jetzt hier einfach ab. Eckhau. Oh, Repo hat gedreht, wa? Repo steht jetzt da. Mir trotzdem egal, kein Bock durch die Torps jetzt hier so viel zu fressen. Cleveland down, Sau down. Wie Sie sehen, meine Freunde, sehen Sie nichts. Shiki-Shiki-Shima, Shiki-Shiki-Shima. Schön weich, dürfte gut fressen. So, wir fahren jetzt gemütlich hinten rum. Zwei Treffer, 5-4, leider nicht mehr. Sollte die Schiene jetzt auf die Idee kommen, sein hier reinzutorben, dann sind wir wenigstens safe. Oh, der hat sogar zurückgeschossen. Hackt's oder was? Ich glaube, es hackt. Aha, der schreibt sogar Hai. War ganz schlimm, wenn einer Hai schreibt. Hai. Bleib mal stehen. Und wieder zwei Treffer. Yay. So, Repo, wo hängst du ab? Brauchen wir irgendeinen Konter gegen die DDs? Was haben wir? Nichts, weil es tot ist. Total cool. Hat das Ding was Besonderes? Ja, abartig starkes SAP, was ich bisher leider noch nicht wirklich zeigen konnte gerade. Du hast mit sehr wenig Treffern unglaubliches Schadenpotenzial. Teilweise im Review war das ähnlich stark wie meine Shiki-Shima, wenn die so vor sich hingerotzt hat. Bums! 26.000 mit SAP, meine Freunde. 7 Treffer. 26.000 mit SAP. Komm, mal machen, ne? Ja, ich weiß, AP, bla bla bla. Aber SAP, der tut doch immer so schön weh. Wird schön vorsichtig. Das SAP ist abartig bei dem Kahn hier. Wirklich abartig. Und boom, nochmal 10-6 hinterher. Das waren bloß die vorderen beiden Türme. Und schon sind wir wieder. 25 Treffer, 75, 74.000. Guckt euch das mal an. Das sind Werte von der Shiki-Shima, die ich normalerweise mit AP da mache. Torpedos ahead of us. Our ship is aflame. Oh, das wird wehtun. Das tat auch weh. So, mal gucken mit AP. Boing. Bin genau eine Lücke hier drin. Schön. Ja, und das ist denn, was du mit AP bekommst. Ein Treffer. Wow. Anscheinend gut zu sein. Ist auch. Ist auch. Die das Schiff derzeit... Wir halten halt nichts aus. Das ist das Problem. Die das Schiff derzeit so ein bisschen, ja... Sag ich mal, nicht auslachen, aber so ein bisschen negativ gegenüber eingestellt sind. Batsch! Aber ich muss sagen, rein die Offensive ist super geil. Nur die Defensive ist scheiße. Das ist das Problem hierbei. Das ist das Potenzial der anderen Italo-Schlachtschiffe. Korrekt. SAP ist das Geheimnis. SAP ist fast immer gut. Kaum eine Situation, wo SAP nicht richtig geil reinkloppt. Und down. Schön. Hätte ich mal weiter mit SAP geschossen. AP hat immer gar nichts gebracht. Treffer zu Schaden sieht schon gut aus. Oh ja. Oh ja, oh ja. Das ist so eine Runde, wo wir gerade hier voll auf die Fresse kriegen. So, Shima, stirb bitte. Allein hängt die immer noch vor uns. Wie können die da unten verlieren, wenn die DDs bei uns hier sind? Das, ich verstehe es nicht. Es ist mir, es macht einfach nicht Klick. Wie können die da unten noch krepieren, wenn alle die DDs und das eine U-Boot bei uns hier oben sind? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und stirb bitte. Zitadelle frontal. Boom, down. Aua. Das tat weh. Den haben wir. Und jetzt kommt die Malda und snackt mich in den Beiweg. Super. Was hab ich denen getan? Und Krado ist tot. Ah, lebt noch. Hey, gute Deckpanzerung. Sorry, Malta, sorry. Nicht mit mir, nicht mit mir. 120 mm Deckpanzerung. Sorry. Leider nur stellenweise. Steh weg, steh weg. Ah! Einlenken, einlenken, einlenken. Malta, du kannst mich mal. So macht Spaß. Eine Catalunas fast down. Na, ich guck mal. Werde hier eh gleich in die Halland-Tops fahren, das war's denn. Gute Flak wäre noch schön. Die hätte ich gern. Die hätte ich wirklich gern.
Und 430. Nice. Das siehst du auch nicht oft, oder? Dass man eine Malte mal so locker überlebt. Übel. Übel, übel. Der Kübel. Blink, 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 blink. Ja, ich bleib ja schon stehen. Ich bleib doch schon stehen. Scheiße, er ist ausgewichen. Hat er gleich reagiert, verdammt. Okay. Haben wir einen DD? Wir haben noch einen DD. Ja, guck mal, das ist hier Halland. Der ist ja die Halland. Kann ich jetzt leider nicht raufballern. Du Luna Su. Dinobo, pass auf, Tops kommen 100% zu dir. Lass ihn nicht triggern jetzt. Weich einfach aus. Lass ihn wegfahren. Ich meine, wir haben ja auch einen CV, der kann ja vielleicht da was machen. Akuyo hat noch 4000 Leben, selbst unser CV ist gleich tot. Obwohl da keine DDs waren. La 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 la. Da kommen wir nicht an. Heilung. Oh, jetzt kommt die Malda mit Torpedos. Oh. Kataluna ist wieder offen. Kataluna. Papapam. Der CV soll die Halland angreifen, Kado? Never. Nein, soll auch nicht. Aber vielleicht einfach mal ärgern. Einfach mal aufmachen, dass das Team vielleicht irgendwie was machen kann. Dass das Team vielleicht eine Chance hat, einen DD auch zu attackieren. Denn unsere DDs... Moment, der eine DD, der ist ja gleich instant gestorben. Wie gedanzt, die eiert er da in der Mitte noch rum. Ich meine, macht er gut, kann er ja machen. Boom. Dinobu down. Ach, schade. Schade, schade. Ja, geht rein. Nope. Ganz vergessen. Auf DDs brauchst du mit der Lauria nicht schießen. Das ist leider der Fall. Die Granaten sind zu lahm. Das ist gleich wie bei den Japanern und wie bei den Amis. DD lenkt einmal kurz ein, ausgewichen. Tschü. Ja. Jetzt sterben sie alle weg. Schade. Schade, schade. Wieder nicht viel zeigen können. Wieder nicht viel zeigen können hier. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Und klatsch. Und klatsch. AP, total geiles AP. Ich liebe es. Könnte aber gut sein, das Schiff, oder? Finde ich schon. Offensive, ja, Geschwindigkeit ist geil. Wir haben Top-Tarnwert. Wir haben bloß, was das Überleben angeht, ein Riesenproblem. Bald einer auch uns nur halbwegs ein bisschen Breitzeit erwischt. Da kommt sofort, die zieht das bei dir raufgeknallt. Das ist das Problem. Das tut dann zu doll weh. Bam! 12.000 von Tal mit SAP. Schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding. Na, Halland, wer daneben war. Tut mir fast leid. Könnt ihr scheiß Türme mal ein bisschen schneller drehen, bitte? SAP, Booms! Weggebombt. Enemy cruiser is sinking quickly. Da kommen wir auch nicht an. We are flooding. Cool. Torpedoes in our way. Danke, danke. Our time runs short. Only 5 minutes remain. Our time runs short. Our engines have been damaged. Mein Kopfhörer sind so laut eingestellt. Ich wundere mich schon, warum die Alte mich heute so anbrüllt hier. Guck, Sandra dürfte jetzt ordentlich fressen, wenn wir ordentlich treffen. Er darf nicht weglenken. 128.000 haben wir und es wird so einmal nicht durchschlagen. Cool. Bekommt Doppelwassereinbruch und Brand. Ich rapp dann dasselbe nochmal. Ja, ja, ist ganz normal. Ist ganz normal. Keine Ahnung, was sie dabei A gemacht haben. Warum unser CV sich da hat auch hier wegballern lassen. SAP, Hut ab. Ja. 47 Treffer, 128.000, diesmal ist die Quote nicht so geil. Aber wir haben auch viel mit AP da rumgeeiert, hätte man gar nicht machen sollen. Kein Grund hier irgendwie AP zu wählen, bin ich ganz ehrlich. Es gibt keinen wirklichen Grund. SAP ist fast immer geil. Gut, einer zeigt voll Breitseite, der mal vielleicht mit AP rein und gib ihm. Aber sonst gib ihm immer mit SAP. Und dann tut's gut weh. Hi Sandra. Und klatsch. Oh, 10.000. Nett. Heilung. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinen Bombern. Ah, diesmal hat er es geschafft. Schade. Diesmal hat er es geschafft. Nun gut.
140k, 53 Treffer, ist auch eine nette Quote, ohne Zitadelle. Ne, immer im Hinterkopf behalten. Das sind extreme Damage-Spitzen. Wir haben keine Zitas dabei. Sind Werte, die hast du sonst mit Yamato Shikishima meistens. Da geht's auch ohne Zitas mal, weil der Damage einfach so brachial ist. Ich finde das SAP unglaublich stark. Also ich gerne spiele, sie italienische und russische Kreuzer, aber wenn ich italienische Kreuzer spiele, ist das zu ungerecht. Als ich italienischer DD auf T6 mit den T5 italienischen Kreuzern aufgemacht habe, hatte der DD 26 Sekunden und dann war er raus. Was? Ja, italienische, die Kreuzer sind sehr spaßig. U-Boot. Achso, wir können schon raus. Vorbei, ist eh gleich vorbei. Dafür, dafür jetzt ab 28 Monate. Wunderschönen guten Abend. Und dafür unterhaltsamen Content auf allen Plattformen. Immer gern. Diamond Kai, 2 Jahre jetzt schon. Merci. Nille, 5 Monate, 5 Monate schon. Kommt mir vor wie gestern. Die Zeit vergeht. Capri Kai, 20 Monate. Ecke, 9 Monate. Quersiste mehr, 16 Monate. Und Crazy Yome, 2 Monate. Hallöchen gerade natürlich auch an den Chat. Hallihallo. Und Markus, danke für den Sub. Grüße, ist das der neue Zehner? Korrekt, das ist der neue Zehner, der Italiener. 36.000 Stahl ist erstmal eingeplant. Er hat da so eine Tarnung auch mit bei sein. Stahl-Event wird es getauft. Im Endeffekt sind es Pakete, die ihr für Stahl den durchkauft und mit ein bisschen Krimps drin. So vermute ich mal, wird das sein. Soll aber auch normal für Stahl den noch zur Verfügung stehen. Soll auch normal wieder zur Verfügung stehen. Und obwohl wir relativ weich sind, 2 Millionen hier weggetankt, 140.000 Schaden gemacht. Ich fand, wir waren hier ganz gut. Aber leider, leider ist das Team auf der anderen Seite zusammengebrochen. Unser DD hätte länger leben müssen. Der hätte die Shimakaze und die Halland eigentlich auch alleine schaffen können. Schade. 1285. Nette Runde. Nette Runde, nette Runde. Waren doch alle gut dabei. Plopp. Aber der Malda hat es schön gesehen. Als er, eben hat er hier vorne getroffen, dadurch hat er so viel Damage gemacht. Aber als er hier die Ecke getroffen hat mit den 120ern, da hat er einfach mal gar keinen Schaden gemacht, ne? Einfach plus 400 und 800 und was hat er da für Hits gehabt? Lächerlich kleine Hits. So macht Spaß. So, Blacker jetzt dabei. Will mit. Und Jeje. Jeje auch. Lop. Weiter geht's. Containerle. Was gibt's hier Schönes? Schicker Container. Ist er drin? Yeah, Grauboni. Cool. Freu mich. Grauboni ist immer genau das, was ich will. Dann gibt es hier die Kardonischen am Sonntag. Sonntag könnt ihr euch ganz groß eintragen im Kalender Kardonische Spiele. Alle, die das Video hier gerade gucken, wenn es gerade heute rausgekommen ist, bei euch das Video dann auch tatsächlich der kommende Sonntag. Wer Kardonische Spiele mal mitmachen möchte, am Sonntag dann einschalten. Für das Video später, dann irgendwann wieder. Black Eye, Schiffin und los geht's. Lauria, Yamato, Summers, wir haben schon gewonnen. Wir haben schon gewonnen. Wieso waren denn am Schluss jetzt die Flieger offen? Das Sub war doch abgetaucht. Keine Ahnung, hab nicht drauf geachtet. Kann ich dir nicht sagen, du. Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht war er auf Periskoptiefe. Wenn er denn über 2 Kilometer um ihn rumfliegt, dann ist er auch offen. Super CV, Alter. Okay, okay. 4 DDs und Super CV. Ja, schenk mir bloß keine entspannte Runde. Wo sind denn mal 8er? Gib mir doch mal ein paar 8er, wo 3 Zehner bloß hin. Meine Fresse. Sonderchronologische Spiele? Hm, vielleicht mache ich mit, je nachdem, was ansteht. Na los, hat der Typ jetzt. Denk dran, du musst das Spiel wieder installieren. Nee, war auf 30 Meter. Dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich vermute mal Periskoptiefe oder noch beim Sinken. Vielleicht deswegen. Dauert ja mal ein bisschen, bis das denn umschaltet. GG, wir splitten. Du hilfst bei der Delle, wäre ich bei der Iwami. Ich glaube, sonst kriegen wir hier ein Problem. Was ist Lauria? My Chip. 36k Steel Chip. Next Patch. We see. We see? VIP? Nope. Nicht mehr VIP. They've come in force. Da wollt ihr mich total verarschen. Ich krieg hier gleich... Wieso denn immer ich? Das ist jetzt die 3. Runde in Folge, wo der CV mich gleich am Anfang direkt angreift. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann doch nicht immer das einzige Ziel sein. Warum greift er mich an? Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Neues Schiff. Ach, Bullshit, das gibt gar keinen Sinn.
Ich sag euch, es gibt eine Vereinigung der Flugzeugträgerspieler und die hassen mich. Weil ich immer sag, Flugzeugträger sind scheiße. Und darum snipen die mich hier den ganzen Abend, immer. Ist halt gefährlich. Ich bin total gefährlich. Total gefährlich. Hör mal bitte 30 mm in den Chat. Bitteschön, Comcode. Comcode jetzt so. Alter, nicht sein Scheiß ernst. Nein, schreibe ich jetzt nicht. Wir wollen uns jetzt auf die Runde konzentrieren. Die V haben Kopfgeld auf die ausgesetzt. Ja, ja, ich sag dir. Ich will hier nicht wie so ein Schwurbler klingen, aber da schwurbelt's ganz schön, ich sag's euch. Roger haut ab, Clausewitz haut ab, bloß die Shimakaze ist da vorne noch. Manfred Mammut. Das erinnert mich glatt an jemanden vor langer, langer Zeit. Blup. So ähnlich hieß mein Hardcore-Stream-Sniper von uns, die sich sogar als DK ausgegeben hatten und sonst was alles für Scheiß mit unserem Namen gemacht hatten. Der hieß so ähnlich. Krado vergisst niemals. Links von den Profilen habe ich sogar abgespeichert noch. Jedes Mal, wenn die Namen ändern und Co., sehe ich das. Bisschen krank, ja, bisschen krank. Ich geb's. War aber auch eine krasse Zeit damals. Nicht spezifisch genug, bin selbst schuld. Ja, ja, Comcode, ja. War, hat für einen Gag hat's gereicht, Comcode. Für einen Gag hat's gereicht. Einmal nicht durchschlagen, yay. Torpedos right behind us. Okay, ich dreh. Jetzt hauen die hier schon alle ab. Du kriegst Kotzen. Du kriegst das Kotzen. Haben wir irgendeine Idee? Yugumo ist hier schwierig für die Shima. Das ist natürlich... Nee, für die Yugumo. Das ist natürlich schwierig gegen... Okay. Super CV. Super CV, Leute. Ich sag's euch. Völlig OP. Mit 300 km muss ich mir anstrengen. Ja, natürlich. Dann sagt das mal die Gegner, die alle hinten bleiben. Wahnsinn. Hat er mal so nebenbei weggebombt. Okay. Hab ich nichts gegen. Ist cool. Ist cool. Thanks, mate. Das Buy-in-All-Shit hätte sich aber klemmen können. Sowas muss nicht sein. Das ist toxisches, kiddige Schreibsel. Ey, da kommen die Tops noch an. Nur deswegen wollte ich hier nämlich weg. Ist nur einer tot, ganz entspannt. Wird bestimmt keine Abschlachtrunde. Gegner spielen muss so abartig passiv, warum auch immer. Ah, na gut. Okay, push A. Push A! Yes! Fuck, Insel vor. Fahr nicht vor. Der steht noch. Nice. Um Drehgeschwindigkeit gut zu sein? Ja. Kommst mit Leben. Für das Kaliber ist das absolut in Ordnung. Boom! Boom! 26k! Boom! SAP auf den Sandra! Ist das übel? Ja, das ist übel. Hätte ich das mit AP gemacht? Nein, das hätte ich nicht mit AP gemacht. Hätte das irgendwer mit AP gemacht? Vielleicht. Und ihr seht, in welche Richtung das geht mit SAP, oder? Hey Sandra! Hi! Boom! 12,6 plus. Ach, plus 3 Treffer. Drei Treffer. Das ist Shikishima-Niveau mit AP, was ich hier drücke mit SAP. Da ist eine Black. Black Eye, da ist eine Black. Sorry. Black Eye jetzt nicht. Ich muss Sandra abfahren. Und der Rest gehört dir, Black Eye. Weiter zurück. Scheiße. Das ist jetzt natürlich das Doofe. Können wir eh nicht weit genug rum. Lauf, Black Eye, lauf! Andere hat nochmal gefressen, sehr schön. Ja, für 3000 vielleicht. Na, jetzt sehe ich auch nicht mehr. Doch, SW offen. Das muss reingehen. Ein Treffer. Yay. Ein ganzer Treffer, ich freue mich. Hey. Sandra. Ich farm dich jetzt ab. Sorry. Ich höre ja schon auf. Dazu mit meiner Erkältung ist es besonders gut, so zu singen.
Ich hab sie Blick nicht mehr für stark. Korrekt. Ach, scheiße. Trifft die Aufbaut nicht mehr so schön. Blick, 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 Blick. Schutz ist aus. Repair is complete. Ist das Problem und ich bin unsichtbar. Nicht nochmal abfackeln, Blick. Nicht und... Wow. Mal guckt euch mal was an, was ich jetzt gefressen habe. Ich habe bloß ein bisschen Beschuss von der Hinburg gehabt. Ich habe ein bisschen Beschuss von der Black gerade gehabt. Und fast mein ganzes Schiff ist weg. Ich weiß nicht, ob irgendwas Größeres mich noch getroffen hat. Zumindest ein Torp. Oh, nice. Das ist gut. Das Sterben geht los. Das große Sterben. Bestimmt gleich die Black Tops hier noch an. Kitakasa ist fast down. Kitakasa ist weg. Nice! Ach ja, große Sterben geht los. Black ist down. Schönes Ding. Giga hat ihn erwischt noch. Sehr geil. Puh, Alter, was ist jetzt los hier? Was ist denn jetzt los? Meine Frage. Sollen ja neue japanische BBs kommen, die eher in Richtung Schlachtkreuzer gehen? Deshalb frage ich mich, warum sind einige Schlachtkreuzer wie Stalingrad und Co. als Schlachtkreuzer-Kreuzer und die japanischen BBs, die eigentlich auch Schlachtkreuzer sind, als BB eingestuft? Hängt mit dem Kaliber, kann man auch nicht mehr wirklich sagen, ne? Ich habe auch schon 380er bei den Schlachtkreuzern. Schwierig zu erklären. Schwierig zu erklären. Kreuzer mit Schlachtschiffbewaffnung. Es gibt Kreuzer. Oder besser, es gibt Schlachtschiffe mit Kreuzerbewaffnung. Hört sich komisch an, aber so wird das in die jeweilige Sparte irgendwie reingedrückt. O-Gaming hat es leider verpennt. Sie haben ja lieber an den U-Booten entwickelt. Verdammt nochmal, die Schlachtkreuzer als eigene Klasse endlich zu bringen. Ich sag euch, wir hätten heute ein erfolgreicheres World of Warships mit mehr Spielern. Mit Wargaming hätte deutlich mehr Umsatz, hätten sie die U-Boote weggelassen und hätten Schlachtkreuzer als eigene Stufe etabliert. Da hätten sich die Schlachtschifffahrer und die Kreuzerfahrer nämlich gefreut. Das sind die zwei beliebtesten Klassen übrigens, bloß mal so nebenbei, wo die meisten Spieler unterwegs sind. Dass sie eine zusätzliche Klasse noch gehabt hätten, die ihnen liegt, wo sie Spaß haben können. Die U-Boote hätten sie einfach fürs Event entwickeln sollen, irgendwie bei so einem Special Events. Boom, 14.000 mit 3 Treffern. 3. Mehr nicht. Einfach nur 3. Klause, 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 Witz. Ich will wieder die Georgia killen, der ist gerade so schön langsam unterwegs. Weil der gibt gerade Gas, wa? Georgia muss weg. Scheiße, Klause wird's da. Oh, Black Eye, pass bloß auf da vorne, du. Pass bloß auf. Scheiße, Georgia verfehlt. Und daneben und daneben. Dreck. Ja, und jetzt habe ich die United States an der Backe. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Da kommt jetzt perfekter Drop und Grado ist. Hoffentlich trifft er die gut gepanzerten Stellen. Trifft er nicht. Au. Hat leider da getroffen, wo es nicht so gut gepanzert ist. Aua, aua, aua. Heilung, kannst du langsam mal wieder ready und so? Übrigens, wir haben eine sehr hohe Geschwindigkeit hier mit dem Schiff. Am besten gar nicht stehen bleiben. Am besten... Oh, Sandra Salve kommt auch noch. Am besten die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Macht sie Gegner schwer zu treffen. Nicht abfackeln! Wie viel Pech willst du haben? Gerade so. Ja! Gib mir alles. Gib mir alles. Einmal nicht durchschlagen. Scheiße. Jetzt müssen wir erstmal auf Abstand. In der Hoffnung, dass der CV uns jetzt nicht wegballert. Sind aber ein paar eklige Gegner hier, ey. Eine Minute noch. Bläh. Aua, aua, aua. Hinburg eiert da hinten rum. Können wir vielleicht gleich weiter beschießen? Hey, Sandra. Nur 10.000 mit 2 Treffern ist auch okay. Oh nein, Blacker überlebt. Ah, lebt noch. Easy, gleich gemerkt. Nice, Black Eye. Wird man die Laurier bekommen dürfen? Erstmal kommt ein Stahl-Event. Stahl-Event bedeutet einfach, dass du mehr Stahl ausgibst als normalerweise für so einen 10er. United States ist down. Sehr geil. 36.000 Stahl musst du dafür ausgeben. Solltest du das jetzt nicht übrig haben im nächsten Patch, dann irgendwann kommt eine normale Waffenkammer und dann kannst du einen normalen Preis dafür bezahlen. Bei dem Stahl-Event, muss man dazu sagen, ist aber auch noch eine Tarnung mit bei. Eine besondere. Die Hinburg gibt zu doll Gas, ne? Naja, Granaten sind zu lahm. Schade. Den hätten wir sonst schön treffen können. Hinburg down. Nice. So, 12 Sekunden nehmen wir wieder. Ihr seht schon, Geschwindigkeit hier, 33 Knoten.
Wir können das noch ordentlich steigern. Hätten ruhig noch Mutterboost mit einpacken können, hätte ich gefeiert. Ich war gerade in der Drehung hier, 32. Das Ding ist sau schnell. Lässt sich gut mitarbeiten. Mit den Granaten muss ich aber echt einschießen. Gerade mit dem SRP, du versuchst halt nicht, du versuchst halt immer die ganze Zeit die Aufbauten irgendwie zu treffen. Wie geht's hier, das den Vorabzug voll durch, wa? Vorabzugang voll durch? Ja, ich meine, ist schon jetzt nicht schlimm. Wenn die Leute jetzt mehr Stahl da ausgeben wollen, solange sie nicht für Geld kaufen, kannst du es so in Ordnung. Wenn da noch eine schicke Tarnung mit bei ist, ist halt, wird jetzt halt feierlich etabliert, das neue Schiff. Kommt nicht bloß so, wie ist nicht einfach bloß da. Wird halt anderweitig ins Spiel gebracht. Finde ich jetzt nicht schlimm. Naja, nicht so viel Damage machen können hier. Aber die Runde war auch sehr anstrengend. Die war sehr anstrengend. Alle bloß am hinten rumpimmeln. Schade. Aber ihr seht das Damage-Potenzial, ne? Also wenn wir mal treffen, 36 Treffer, 87.000. Es ist immer eine sehr gute Chancequote damit bei. Hier war nicht viel zu holen. 1,5, 1,4, 1,3, was auch immer die Gegner da gemacht haben. Ein Rumgepimmel am Kartenrand von denen. Kein Plan, warum. Wir können uns ja doch freuen über unsere 1,2 hier. Mann. Yeah. Und Black Eye, danke fürs Mitkommen. Alle zu weit weg. Und das ist das, was der Lauria leider denn auch bitter aufstößt. Reichweitenflieger ist da, okay. Zünden wir, treffen aber nicht viel. Granaten langsam. Wenn wir mal gucken, wir haben... Wenn wir mal gucken, wir haben 757 Meter pro Sekunde mit SAP. AP ist plus 5 Meter pro Sekunde schneller. 757 Meter pro Sekunde ist mit das langsamste. 705 ist, glaube ich, das langsamste. Und da auf großen Entfernungen schießen, macht keinen Spaß. Dein, du blühst richtig auf, so ungefähr bei 14 bis 18, 19 Kilometer, wie unsere Maximalreichweite ist. Das ist deine Reichweite. Denk gar nicht drüber nach, das Reichweitenmodul hier einzubauen. Es ergibt keinen Sinn. Es bringt euch nichts. Außer auf stehende Schiffe. Das geht vielleicht dennoch. Bam! Super Container. Da ist jetzt bestimmt Stahl drin. Scheint insgesamt aktuell die Linie bei WG zu sein für neue Inhalte. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es funktioniert. Naja, wenn sie mit gutem Umsatz machen und wenn die Leute das so annehmen, ist in Ordnung. Juhu! Leute, die meckern über so einen Inhalt beim Supercontainer. 50 mal Kampfsignal. Ein Kampfsignal kostet 96.000. Bloß mal so nebenbei, ne? Nur mal so nebenbei. 5 Millionen Credits habe ich da gerade rausgezogen. Nehmen wir gern. So, Lauria, weiter geht's. Jetzt hier noch so eine richtig geile Runde haben. Wenn nicht so ein Scheiß hinterhergefahren. Und mal bitte mal ohne CV. Wir haben jetzt 3 Runden mit CV. Das Einzige, was wir jetzt gesehen haben, ist, wie bescheiden doch die Flugabwehr ist. Bisher nur ein T10er und ein CV, auf dem ich keine Lust mehr habe. Wie könnte ich jetzt am effektivsten Stahl bekommen? Mit deinem 1-10er tatsächlich Ranked fahren? Mit dem nächsten Patch kannst du mit T8 Ranked fahren. Anderen Weg hast du nicht. Und immer schön durchballern hier beim Gefechtspass. Am besten auch kaufen. Da ist auch immer noch Stahl denn drin. Time Waster. Danke für den Zap 100 Bits. Immer geil, wenn du streamst. Dankeschön. Du bist immer geil, wenn ich streame, du Schwein. Nuclear Horse, danke für deine 50 Monate. Und Shinobu 11 Monate. Hey, runden doof, aber Typ im Bild. Super, immer weiter. Dankeschön. Dave Reed, 28 Monate. Wunderschönen guten Abend. Danke für die unterhaltsamen Content auf allen Plattformen. Ah, haben wir vorhin schon, ne? Dankeschön nochmal. Los geht's. Oder die Werft durchkaufen. Da gibt's auch mal ordentlich. Aber da abwarten, was denn beisteht. Diesmal beim Durchkaufen. Weiß gar nicht, stand das bei den Patchnutzer bei, was diesmal kriegt, wenn man durchkauft? Willst du vielleicht einen Code für die ASO sehen? Ja, ich habe tatsächlich nur einen. Lupp. Dakur, dein Code ist unterwegs. Da habe ich tatsächlich noch ein paar. Und weiter geht's. Ich habe gedacht, dass mich so viele anschreiben da. Bis dann haben mich... Bis 30, 20, 22 Leute angeschrieben. Wegen den ASO-Lenk-Codes da, wegen der Sammlung. Ich habe gedacht, dass so viele das brauchen. Hat mich doch positiv überrascht. Patrick 0815, danke für den Sub. 38 Monate schon. Moin, moin. Moin, moin zurück. Und dankeschön. Flugzeugträger? Nee, eine Shigeshima. Shigeshima ist böse. Mal gucken. Slava, Ohio, Lauria. 3 DDs, 2 U-Boote. Ob die das merken, dass den Leuten das keinen Spaß macht, so eine Konstellation? Ein U-Boot weg, ein DD weg, 2 Kreuzer mehr dazu. Bam, wir haben eine hammerschöne, normale, tolle Runde. Aber das hier, ob die das merken bei Wargaming? Da können sie gerne mal Umfragen machen. Das ist die niedrigste Damage-Zahl, die du je bekommen hast. Meine 0 beimal. Ja, 0. Was? Damage-Zahl? Gemachter Damage? Oder was du gefressen hast in der Runde? Habe ich, glaube ich, alles schon erlebt. Alles.
Ich habe zwei Fragen. Wegen dem ASO-Code habe ich die gestern gewispert und noch keine Antwort bekommen. Zweite. Wegen dem Gefechtspass und Schiffe eintauschen, kommt da noch ein Video? Ja, wenn es denn soweit ist. Kanri, guck mal unser Patch-Video. Da habe ich das sogar erklärt, wann das Video kommt zu dem Eintauschen. Du solltest unser Patch-Video gucken. Da bin ich die ganzen 9 Punkte heute durchgegangen. Wir sind Anlaufstelle Nummer 1, was das Patch-Video angeht. Der Patch war, die Updates waren 16 Uhr kam es, heute verspätet. Und 17 Uhr hatte ich das Video schon online. Also, besser geht nicht. Gerade heute noch nie eine Nullrunde gehabt. Noch nie. Never, ever. Nein. Gestern auch nicht, vorgestern. Niemals, nie. Und Kanre, ich habe einen Code geschickt, die mich angeschrieben haben. Dann flüstere mich bitte nochmal an. Eigentlich haben alle einen bekommen. Und bei mir steht gerade, der Chat verbindet sich neu. Kann sein, dass Twitch gerade wieder Probleme hat. Sollte ich gleich weg sein oder ihr könnt nicht schreiben, bitte nicht wundern. Nicht an Twitch. Nicht an mir. Ach komm, Reichweitflieger raus. Oh, gib ihm! Jetzt bitte nicht stehen bleiben, schon mal. Bitte nicht stehen bleiben. Ah, ich hab zu weit vorgehalten, ne? Ja, ich hatte schon im Gefühl, der bleibt echt stehen. Scheiße! Diese Stehenbleiber, ich hasse es. Ich spekuliere nämlich immer drauf, dass die gleich dann weiterfahren. Torpedos to the right. Für mich immer so unlogisch, an so einer Stelle voll breitseitig komplett stehen zu bleiben. Es ist für mich absolut unlogisch. Da warte ich das dann immer nicht, dass das andere machen. Beste Taktik, um mich zu besiegen. Einfach stehen bleiben. Buffalo haut ab. Wir haben jetzt nicht bloß zwei Gegner hier, oder? Haben wir ein paar mehr Gegner hier? Ich hoffe doch. Klatsch, drei Treffer, 8000. Nehme ich. 11.000. Auf eine wegfahrende Jean-Bart, die uns den Arsch zeigt. 11.000. Nehmen wir. Nehmen wir. So, was ist der U-Boot-Müll hier? Trash gegen Trash. Geil. Und eine Shimakaze mit drin. Hier ist ein Kleber. Pfui, die Deible. Pfui, 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 pfui. Das ist ja nicht so schön. Buffalo treffen wir leider nicht von hier und mehr ist hier wohl gar nicht. Gut, Geschütze drehen. U-Boot muss erstmal wieder aufgehen. Ich fahr da nicht weiter, kannst vergessen. Das U-Boot fährt jetzt hier hinten raus, fährt hier rum und es steht genau vor dem U-Boot. Kannst du vergessen. Da kann irgendwer anders mitspielen. Nee, 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 nee. Es wird auch immer schlimmer, sage ich euch in Zukunft. Wenn man weiß, wo das U-Boot ungefähr ist, man bedenkt gar nicht mehr dran hinzufahren. Die erste Reaktion wird jetzt immer sein, sofort wegfahren. Sofort wegfahren. Everyone. Was macht ihr hier, sag mal, Oggi und 44 OM? Ich stehe hier noch genau in der Mitte. Ihr müsst mir helfen da unten bei A. Da oben sind doch schon zwei. Iwami haut auch ab. Ihr müsst unbedingt helfen da unten. Nicht bei mir mitpimmeln. Das bringt nicht viel gerade. Ja, cool. Dann greife ich mal die Kremlin da drüben an. U-Boot, U-Boot-Fight ist immer so unglaublich. Was sind das denn? Das sind die Mine-Tops. Kampf gegen U-Boot ist immer so unglaublich spannend. V sollten die Flieger gegen die U-Boote als vierte Staffel haben. Ja, sehe ich auch so. Die V-Fahrer sollten da kein extra Würstchen bekommen. Die haben das schon leicht genug. Kein Grund, warum die U-Boote automatisch angreifen. Oder sie geben allen das. Weil ein U-Boot irgendwo pinkt, dass die Flieger wirklich zielgerecht, perfekt vorgehalten denn rausgehen. Dann bin ich auch dafür. Können die CVs das gern behalten. Oh, Oggi. Oh, Oggi. Oh, Oggi. Oggi, Oggi. Steht im Weg, Oggi. Lauf, Oggi. Lauf. Mann, ich kann immer noch nicht schießen. Ah. Irgendwie so. Mal testen. Eber haut auch schon ab. Schopper ist bestimmt auch im Wegfahren. Die Flanke ist tot. Mal wieder. Ich heute irgendwie magnetisch an. Ich weiß auch nicht. Also immer, wenn ich neue Schiffe zeigen will. Kremlin übrigens ein furchtbares Ziel für SAP. Kremlin ist, glaube ich, das Ziel, wo man mit SAP am wenigsten Schaden überhaupt machen kann. Selten ein Schiff gehabt, auch mit Venezia und Co., was so bescheiden zu beschießen war. Gefühlt die Granaten bei der Kremlin, wenn die auf die Aufbauten fliegen, machen die immer zum Bogen und gehen immer genau auf die Türme. Das ist mir schon so oft passiert. Kremlin ist da wirklich absolute Hardcounter gegen SAP. Unser Schema ist gleich tot. Unser Schema ist gleich tot. Wenn die Kleber da weiter durchbrettert und ich bin zu lahm. Ich bin schon so schnell, bin immer noch zu lahm. Und Schema können wir noch treffen. Aber wie? Aber wie halte ich davor? Wo will der lang? Der dreht komplett ein. Okay. Da so. Komm, ein, zwei Treffer. Ein, zwei Treffer. Ein Treffer. Überhaupt ein Treffer. Treffen, treffen. Na, jawoll, drei Treffer, schöne 5000.
Shima hat schön gefressen. 5k on Shima. Good job, Pussy's in the back. Was ist denn für ein Problem? Das ist eine Shimakaze, das ist eine Yamagiri bei den Gegnern. Und der jammert rum, dass wir Pussys sind. Ja, nee, ist klar. Ist klar, mein Freund. Please be quiet. Toxic. Nein. Einfach Fresse halten. Einfach Fresse halten. Please be quiet heißt, sei bitte leise, mein Freund. Genau das will ich damit sagen. Halt die Fresse! Möchte man am liebsten sagen, aber nein, sowas macht man natürlich nicht. Und Bams! 2-5, Sevastopol 3 Treffer. Nett. Oh, da kommt die Shikishima-Salve. Jetzt platze ich. Pass mal auf. Ja, aua. Aua, 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 aua. Das tat weh. Shikishima hat gut aufgepasst. Shikishima hat gut aufgepasst. Aua, 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 aua. Das tat richtig weh. Bam. Geschrieben, Shield, it's just a game. Ah, nee, das wäre mir zu lang gewesen. Das ist für den ja kein Game, sonst würde er sowas nicht schreiben. Wird's 4 mit 4 Treffern. Scheißegal, wie dieser Sevastopol steht. Mit AP, weißt du, da mal ein Abpraller, hier mal ein Abpraller und ah, kommt kein Damage mehr rum. Scheißegal, wie der steht, du drückst deinen Schaden hier ohne Probleme. Das ist das Geile halt beim SAP. Das ist so unglaublich stark. Oh, das ist schlecht, das ist richtig schlecht. Ich bin genau in der Lücke, ich bin genau in der Lücke. Kommt der da jetzt noch? Nicht schliefen, beschießt mich ja auch noch. Und 4 Treffer, ich weiß nicht wie viel. Eine Menge Schaden auf jeden Fall. Eine Menge Schaden. Au. 8000, das tat weh. Yamagiri down. Oh, jetzt wird gleich rumgemeckert. Jetzt wird gleich rumgemeckert. Und wir haben 2 Caps. Was regt der sich eigentlich auf? Wo ist überhaupt sein Problem? Müssen wir bloß die Gegner hier unten noch auffallen? Da haben wir eh gewonnen. Yamagiri übrigens vom U-Boot gekillt. Bloß mal so den Ball. Nur mal so nebenbei. Der Arme, der Arme. Hallöchen, Konki. Irgendwo da. Jetzt hat er noch 77.000. Mal gucken, wie das gleich droppt. Und gar nicht, weil wir genau die Türme getroffen haben. Mit 3 Schuss. Cool. Das war doof. Wir sind die ganze Zeit spot und wir sehen nichts. Wir sehen nichts, wir sehen nichts. Unser DD, der hier war, der ist leider dort. Hier ehrlich gesagt am liebsten gar nicht abhauen. Mit 40 UM lass mal nicht komplett hier abhauen. Lass hier mal schön zusammenballern. Oh, Konki hat geschossen. Zum Glück keine AP. Our ship is aflame. Au, 3-8 und abgefackelt. Diese Schmerzen, Konki, das kriegst du zurück. Wow, plus 4-7. Und dann treffe ich bei dem hier gerade andauernd die blöden Türme. Das gefällt mir ja gar nicht. Übrigens ein schöner AP-Moment gerade. Geh ich mit, geh ich mit. Das wäre gerade ein sehr schöner AP-Moment. So. Irgendwo da so. Mal testen. SAP, SAP. Tut dem Krado ganz doll weh. Boah, 12.000 waren... Ach Gott, die U-Boot-Scheiße ist auch noch hier. Okay, ich bin tot. Ich wusste nicht, dass hier noch ein U-Boot ist. Ach, da unten war es letztes Mal spotted. Ach, scheiße. Wir versuchen, die Tops auszuweichen. Haha, versucht die Tops auszuweichen, hat er gesagt. Hat er gesagt, ne, hat er gesagt. Ja, guck mal. Ah, haben wir fast gar nicht gehabt. Fast gar nicht getroffen. Und Konki frisst mit AP 4-9, Breitseite. Das war nicht geil. Das war alles aber nicht geil. Scheiße. Und das U-Boot wie immer natürlich nicht getroffen. Ach, Dreck. Was macht denn unser scheiß U-Boot da hinten? Warum hängt der denn da bei E1? Hallöchen, Sevastopol. Uhu. Und zu weit hinten. Groß 9-2, scheiße. Die Schliefen schießt übrigens schon die gesamte Zeit HE. Bitte nicht abfackeln, Schliefen. Bitte nicht abfackeln, danke. Au. Das ist Sevastopol. 380 mm. Drückt mir so ein Damage auf die Breitseite. So viel dazu. Ich sage ja, unser Panzergürtel, den wir da haben, die 457 mm, der ist so dermaßen dünn, der bringt uns einfach gar nichts. Boing, 10.000 Frontal. Sollten wir behaupten, dass selbst Breitseite SAP lohnenswerter ist, besonders bei einem Ziel wie der Conqueror. Naja, ich hatte halt auf Zitadellen gehofft, ne? Wenn wir eine Zitadelle da reindrücken, wäre jetzt geil gewesen. Oh nein.
Der trifft nicht. Der trifft nicht. Der trifft nicht. Oh, zum Glück. Ein Plan, wo das U-Boot ist. Wir müssen hier mal uns ein bisschen wegbewegen. Hallöchen. Nee, treffe ich nicht mehr. Oh, er ist tot. Oh, scheiße. Der hängt immer noch genau hinter mir. Ach, Dreck, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Alaska, los, hol ihn dir. Wenn hinter der Alaska bleiben, treffe ich die Torps nicht. Hat der Radar an. Das scheiß U-Boot geht trotzdem nicht auf. Ach, jetzt ist er da links auf einmal. Klar, jetzt ist er nach rechts gefahren. Jetzt ist er komplett nach links gefahren. Ach ja, kennen wir, ne? Wie Zerstörer. Die warpen auch immer von links nach rechts. Das kenne ich, das kenne ich. Bäh. Torpedoes behind. Ein ekliges Gameplay. Also mit dem U-Boot. Torpedoes behind. Na, na, du verreiter Mann. Direkter, das war ein direkter Treffer? Wo war das denn direkter Treffer? Der war überhaupt nicht mittig davon. Okay. Ich will mich nicht beschweren. 2, 1 und runter. Jetzt fährt er wieder seine 40 Knoten unter Wasser und der lenkt einfach weg. Cool. Er sieht die Flieger starten, lenkt einfach ein und das war's denn. Total cool. U-Boote, ich kann's nur empfehlen. Ah, Wasserbruch tickt noch. Verrecke. Verrecke, verrecke. Verrecke. Verrecke, verrecke. So, mal wieder mein Hass hier, was SAP angeht. Schliefeneier da lang. Wäre glatt ein besseres Ziel für uns. Wo war er gerade? Kam ich da noch an? Da an etwa, ne? Und. Ah, 40.000 mit 3 Treffern. 3 Treffer. 3, meine Freunde. 3. Irre. Das sind Seil. Jawohl. Weg die Krepp. Schönes Ding. Oh, Kreml. Ne, au. Net Krepp. Dead. Guck mal, was wir den Schliefen drücken, wenn wir den überhaupt treffen. Hab halt nichts gesehen. Schwierig, da mal genau die Position zu bestimmen. Nee, treffen nicht. Schade. Bist du weiter? Der Schliefen fährt weiter. Schliefen fährt tatsächlich weiter. Stellen wir uns mal spitz hin. Kleber ist auch noch irgendwo. Mit Kasus down. Das ist schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Thanks for not shooting Kleber. Who's spotting for 5 for longer? Bla bla bla. Gott, ey, Schimmel. Der geht mir aber auf den Sack, Alter. Bumm, so. Erstmal melden den Vogel. Was ein Rumgekrähe die ganze Zeit. Hallo, was sieht Lauria? Neustarschiff Worker. Unser Review kam dazu heute. Kannst du dir angucken. Neustahlschiff, 36.000 Stahl am Anfang, soll später irgendwann für einen Normalpreis kommen. Oder wobei, das weiß ich gar nicht. Soll auf jeden Fall normal später auch da verfügbar sein. Aber erstmal bloß per Stahl-Kampagne, Stahl-Event. Da haben sie es getauft. Was sind der Max-Schaden? SAP von der Lauria. 16.000, glaube ich. Auf jeden Fall höher als das AP, was wir haben. Das ist schon geil. Das ist schon richtig, richtig geil. So, Schliefen arbeitet jetzt mit Torps, das war klar. Oh, Shikishima zieht auf uns. Das ist scheiße, das ist richtig scheiße. Boom, 15.000. Shikishima könnte mich jetzt nämlich komplett rausbomben. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Achtung, 44 UM, Torps kommen hier im Moment hier an. Er hat 100 pro getorpt. 100 pro. Oh, die Runde ist ja eh gleich vorbei. Die ist ja eh gleich vorbei. Und... Ach, oh, genau die Türme. Schade. Das sind leider die Momente, wenn du genau auf die Türme ballerst. Du musst halt wissen, wo du hinschießen kannst. Und ich glaube, umso länger man sich spielt, irgendwann hast du halt so ein Gefühl drin. Irgendwann kriegst du das hin, ohne Probleme wirklich immer so zu treffen, dass auf die Aufbau raufkommt. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ich schieße hier meine Kleckerschuss so ein bisschen ab, komme auf 154.000 Schaden. Ohne Zieter. 72 Treffer, 154.000. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. 1700 Grund-EP. Ich finde die sau stark. Ich sag euch, das wird nicht lange dauern, wenn die draußen ist. Das wird nicht lange dauern und die ersten 300k-Runden werden bei mir ankommen. Wenn ich hier schon immer 100, 150k oder wie im Review da über 200.000 hinbekomme. Also, das sind meine ersten Runden. Ich bin das Schiff jetzt insgesamt 7 Runden gefahren. 7, 8, 9, irgendwie so. Irre. Ich finde die heftig. Da können andere rumkrähen und jammern, wie sie wollen. Unter dem Review standen einige negative Kommentare dem Schiff gegenüber, dass totaler Krepp sei und man braucht die gar nicht und so Blödsinn und blablabla. Fehlt noch der Nebel. Den hätten sie ihr ruhig geben können. Die Defensive, die wir haben, die ist schlecht. Wir werden easy peasy weggerotzt von der Seite. Ich hab's gesehen, selbst die... Wie ist den Namen immer? Der eine Schlachtkreuzer da auf T10. Selbst der hat uns da 17.000 auf die Seite gedrückt, ohne Probleme. Panzergüll hier.
Es war toll, schön und gut, aber die rotzen halt hier oben, kommen die Granaten an. Guck mal, wie tief das Ding liegt. Schön unser Schutz da unten mit dem Panzergürtel. Aber hier oben, da geht's rein, da zielen sie hin und BAM, da fliegen die oben durch und kloppen die dann halt rein. Sevastopol, genau die meinte ich. Genau die meinte ich. Ne? Genau da kloppen die ganzen Granaten dann halt voll in die Zita auch rein. Das tut alles gut weh. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Frontal haben wir plus 200 mm. Oh, 300 hier oben sogar. Ist aber ein geiles Schiff. Also mir macht es Spaß. Ob sie mir so viel Stahl wert wäre, wenn ich die Shikishima kaufen könnte, würde ich eher die Shikishima holen, bin ich ehrlich. Aber wer die Shikishima schon hat, wer allgemein einen richtig krassen Damage-Dealer haben möchte, sprich einen, der in der Runde extrem Schaden drücken kann, der ist bei der Ruggiero di Lauria genau richtig. Braucht hier nicht rumlügen. Das Ding funktioniert sehr gut. Sie macht das, was es soll. Mit SAP Riesenlöcher in die Schiffe ballern. Und das funktioniert. 114 mm Durchschlag haben wir damit mit SAP. 16.600. AP hat 14.900. Irre, oder? Übrigens, sie hat noch eine SAP-Sekundäre, die lohnt sich aber nicht. Leute, die irgendwo hören, baut die Sekundäre aus, macht es nicht. Mit dem weichen Kahn da nach vorne und der mit der Sekundären, und sieht das bloß 8x235er. Nein, funktioniert nicht. Das ist nicht Napoli 2.0. Nein, nein. Damit die Lauria den Abluftnebel bekommen dürfte, bis Kaliber auf 406 mm gesenkt werden. Denn 30 mm Overmatch macht sie besonders für Kreuze, die sie im Nebel überraschen könnten, extrem gefährlich. Ja, wo ist das Problem? Tod für alle Kreuzer und Schlachtschiffe und gefühlt alles, was ein bisschen weicher ist. Jetzt noch, die hätten sie ja mal das machen können, dass SAP so einwirkt auf Zerstörer, wie es eigentlich soll, wie Venezia und Co. machen. Wenn du da so DD triffst und kloppt die Murmeln da rein und kloppt dir denn so 20.000, 30.000 mit einer Salve. Also, ich hätte das nicht zu doll gefunden. Nee, bei U-Boot bitte genau das Gleiche. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren, das ist unser Special zur Ruggiero di Lauria. Tolles Schiffchen, muss ich sagen. Alle, die das Review nicht gesehen haben, das ist übrigens meine Skillung, mit der bin ich unterwegs, nichts Besonderes. Man könnte sich überlegen, tatsächlich strammes Tempo noch mitzunehmen, aber ich habe lieber die schneller drehenden Türme. Und Ausrüstung, wie folgt, alles drauf. Lustig, dass die mal alle ausgegraut sind hier. Damit war ich unterwegs. Typische 0815 Schlachtschiff-Skillung. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Sehen wir uns schon bald wieder hier bei Team Grado. Eure Meinung zu Lauria gerne in die Kommentare.